Verkaufsprozesse optimiert haben, interne Prozesse optimiert haben, eben viele Anstöße bekommen haben und ein Nettowachstum von so ungefähr 300, 400 Mitgliedern erzielen konnten in den letzten 2 Jahren. Ich bin Harry. Kampfsport mache ich schon, seitdem ich 7 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 35 Jahre alt. Im Kampfsport-Business bin ich, seitdem ich 18 bin, als Trainer und seit ungefähr 2 Jahren dann als Geschäftsführer eines Randori Pro-Standorts in Wilmersdorf in Berlin. Falk haben wir über Empfehlungen auch kennengelernt von anderen Kampfsportschulbesitzern, die auch sehr, sehr große Kampfsportschulen haben, die in Kontakt waren. Nachdem wir ein bisschen uns umgehört hatten, haben wir dann mit Falk ein Zoom-Meeting vereinbart und mal darüber geredet, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte und waren dann überzeugt davon und sind jetzt seit 1,5 Jahren dabei. Mein erster Eindruck ist immer, dass man überall was lernen kann und deswegen war ich der Zusammenarbeit auch sehr offen gegenüber. Bei uns lief es auch vorher schon sehr gut im Business, deswegen war da aufgrund der Tatsache, dass wir 5 Standorte haben, eben auch ein ganz gutes Startbudget vorhanden. Bedenken hat man natürlich in gewisser Weise, wenn man Beträge hört, natürlich, ob sich das dann lohnt. Es ist auch für mich persönlich das allererste Mal, dass ich mit einer Unternehmensberatung so eng zusammenarbeite. Ich glaube, dass jeder einen Coach braucht, um aus seiner Komfortzone rauszukommen und besser zu werden. War es für mich persönlich eigentlich ein No-Brainer anzufangen und wollte das gerne ausprobieren und es hat sich auch gelohnt. Die Ausgangssituation vor dem Coaching war, dass wir aus Corona rauskamen und so ungefähr bei 400, 500 Mitgliedern waren und jetzt in der Zeit, in der wir mit Falk zusammenarbeiten, Verkaufsprozesse optimiert haben, interne Prozesse optimiert haben, eben viele Anstöße bekommen haben und ein Nettowachstum von so ungefähr 300, 400 Mitgliedern erzielen konnten in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren ungefähr. Und das ist natürlich ein ordentlicher Schub und Falk hat da auch auf jeden Fall seinen Anteil dran. Die erste Veränderung, die ich bemerkt habe, war eine Mindset-Veränderung bei uns und eine Genauigkeit im Tracking der Zahlen, dass wir uns unserer Zahlen, unserer Umsätze, unserer Abschlussquoten, unserer Adspends einfach bewusster wurden. Und das ist eigentlich Grundvoraussetzung natürlich, um ein Business erfolgreich zu führen, dass man seine Kennzahlen kennt. Und das war so ziemlich die erste Veränderung, die wir gemerkt haben. Den Austausch mit anderen Kampfsportschulen zu haben oder zu sehen, wie es bei anderen läuft, was andere gut machen. Und das funktioniert ganz gut über die Gruppencoachings. Wir hatten auch mit Falk natürlich Coachings, die nur für uns durchgeführt wurden. Und muss sagen, dass wir da doch relativ viele Anstöße bekommen haben und dass man eigentlich immer aus jedem Meeting was mitnehmen kann. Wir haben auch viele Sachen schon richtig gemacht, glaube ich, bei Randori vorher, aber haben durch Falk eben zu dieser menschlichen und familiären Komponente, die wir sehr pflegen bei uns im Betrieb, trotz unserer Größe, muss man sagen, haben wir nochmal einen ganz anderen Blick auf die betriebswirtschaftliche Seite, Mitarbeiterführungsseite bekommen und haben eben bestimmte Prozesse einfach auch reglementiert. Und Falk hilft uns sehr dabei, gewisse Prozesse eben auch glatt zu ziehen und dass wir unser Konzept mit den 5 Standorten, wenn wir das noch größer machen wollen, dann einfach besser skalieren können. Ja, was für uns die größte Veränderung ist, dass wir jetzt versuchen zu zentralisieren, ja, und dass wir eine Struktur im Hintergrund aufbauen, eine Backoffice-Struktur, weil jetzt nicht mehr der einzelne Sportschulbesitzer einer Randori Pro-Schule genau das Gleiche machen muss, nämlich alles, was der Nächste machen muss, wie die anderen 4, sondern dass jetzt eben bestimmte Dinge gebündelt werden und es einfach einfacher wird für den Sportschulbesitzer vor Ort und der sich mehr um seine Kernkompetenz eigentlich kümmern kann, nämlich Mitgliederkontakt, Kundenbindung, Verkaufsoptimierung natürlich mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterführung und eben Dinge wie Wareneinkauf, E-Mails beantworten, Quali-Calls machen und so weiter, dass das eben einfach abgenommen wird, das ist halt eine Riesenveränderung. Der große Unterschied, den Falk ausmacht, ist, dass er halt wirklich sehr klar in seiner Ansprache ist, dass er wirklich wie so eine Art Rezept sehr einfach vorgibt, was zu tun ist und das auch sehr klar und deutlich kommuniziert, sodass man eben auch wirklich mit diesen Dingen, die er einem an die Hand gibt, durchstarten kann, dass das eben umsetzbar ist, ja, und dass es nicht irgendwie auf irgendeiner Metaebene sich abspielt und sehr theoretisch ist, sondern dass es eben sehr praktisch und realitätsnah ist. Also ich würde jedem das Coaching empfehlen, kurzum, egal ob man jetzt neu gründet und alles von Anfang an richtig machen kann
oder ob man jetzt schon etabliert ist am Markt. Ich denke, in jeder Größe gibt es einen Mehrwert. Es sind ja nicht umsonst auch Sportschulen, so wie wir, mit 3.500, 3.600 Mitgliedern mit in dem Coaching drin. Wir können auch dazu lernen und wir profitieren auch enorm von dem ganzen Netzwerk und natürlich auch von dem Consulting mit Falk.